Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge von Red Dead Redemption 2. So sieht's aus, meine Freunde. Nicht lange ist es her, als wir dieses Let's Play begonnen haben. Wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Viel Spaß euch, lasst einen dicken, fetten Daumen hoch da. Schreibt was Cooles in den Kommentaren. Let's go. Ja, der rotzt einfach hin. Ich glaube, Spinne. Wir sind back in the hood mit unserem Arthur Morgan. Ja, meine Freunde, das letzte Mal war es so, dass wir, ich sag's mal ganz grob, die ganze Geschichte ja begonnen haben. Und dass die Mutter oder was auch immer, vielleicht auch die Frau, glaube ich, war das, den John gesucht hat. Und den haben wir irgendwo draußen in der Kälte, in der Wildnis gefunden. Wurden von ein paar Wölfen angegriffen, aber die haben wir natürlich auch umgelegt. Was ich eigentlich ungern übers Herz bringe, aber anders ging es leider nicht. Ja, und jetzt sind wir hier und machen beim P weiter. Let's go. Wir werden starve to death up here, Mr. Morgan. Jetzt müssen wir mal wieder in Prison über die zu reden. Okay, grüßen. Dann grüßen wir ihn. In Prison? Prison? A few cans of food and a rabbit. For okay. 10, 12 people. When I was in the Navy, I do not wish to. Okay, unsere Vorräte werden immer weniger. Wir gehen uns langsam aus. For 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. Ja, klar überleben wir. Das geht schon. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Okay. Das schick mich jagen, ich find alles. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Let's go out there. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted, awful. Starving will be preferable. Come on, let's go. Can't go hunting. Alter. I can't stay here listening to you two. Look at this game in those hills. Ja, aber sag mal, besser als nix, ne? You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Okay, let's go. Ja, da ist jemand noch erkältet. Voila, ich bin immer noch erkältet, Leute. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen richtig Schnupfen. Vielleicht hört man das auch noch raus. Das ist mittlerweile ist, ja. Okay, also mit Pfeil und Bogen, ne? Okay, was haben wir jetzt hier? Gegenstände? Okay. So, wir haben jetzt hier keine Waffe, oder was? Okay. Dann schauen wir jetzt mal, was passiert. Ey, das Pferd ist hübsch, Alter, was auf der reitet. Halte mit deinem Gefährten Schritt, wenn du auf tippst oder es gedrückt hältst, wenn du in ihrer Nähe reitest. Dein Pferd verliert keine Ausdauer, wenn du dich der Geschwindigkeit anpasst. Alles gut. Okay, dann machen wir das. Die Geschwindigkeit können wir... die Ausdauer können wir immer gebrauchen, auf jeden Fall. Ey, Digga, die Grafik ist so heftig, Alter. Okay. Ja, Leute, schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr es aushalten würdet in dieser Wildnis zu überleben, Alter. Das ist bestimmt richtig kalt. Okay, unser Pferd verliert langsam Ausdauer, scheinbar. Ich glaube, das liegt an der Kälte auf jeden Fall. Ja, die Dialoge sind auch ja dauerhaft. Also, es ist sehr viel Story und Dialog auf jeden Fall. Aber ich spiele auch das Story-Spiel, das ist normal.
Ja, die Grafik ist heftig, Digga. Da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Mir gefällt die sehr. Ganz entspannt, ganz ruhig, meine Leute, meine lieben Freunde. Wer reitet denn jetzt mit dem Arthur morgen durch den Wildnis am Morgen? There's some patches of grass here. This is good. Ja. Whoa! Let's look down this way. Macht das Ganze aber nicht einfacher, es ist ja dennoch sehr kalt. Und eisig. Und alles voller The Schnee. wind's died down too. That's good. No wind at all is bad. But if it's too Aber strong, wo spielt sich das Ganze eigentlich ab, Alter? Dass es so kalt ist. Das frage ich mich. Also klar, ja. Im Westen Amerika. Aber wo genau, Stop here das a second. frage ich mich. I see something. Okay. Take Sieht da it easy. was? Take it easy, mein Horse. Ja, was hat er jetzt da gesehen? His deer been here Oder gefunden? recently. How Was can you ist denn? tell? How can you not? Let's Okay. walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. Okay. Also wir brauchen nur Pfeil und Bogen auf jeden Fall. Wie mache ich das denn? Warte, es wird doch bestimmt angezeigt. Lege ich das denn ab? Drücke, um die modifizierten Munitionsarten für diese Waffe durchzublättern. Okay. Da passiert aber nichts. Egal. There's no point setting off without that bow. Aber eine Waffe haben wir dennoch mit. Move Du machst mir quiet. nicht Lärm, wenn du dich Slowly. geduckt bewegst. Drücke L3, um dich zu ducken. Okay. Das wird da wohl sein, Leute. I think so. Ein Tier Maybe oder not. ein Mensch? Focus. Ich denke ein Tier. Kannst Adlerauge benutzen, um Tierpferden und andere Hinweise zu. Ja, stimmt, wir haben ja auch ja Adlerauge. Okay, dann machen wir das mal. Aber da verlieren ja bestimmt viel Energie oder so dadurch. Oder vielleicht auch nicht. Ich sehe nichts auf jeden Fall. Halt doch, bleibt gedruckt, immer geduckt. Also ich sehe gar nichts, Alter. Wer soll hier sein? Einfach Slow Motion, Bruder. Wir bewegen uns in Slow Motion, wenn wir Adlerauge anmachen. Das ist krass. Ist hier oben irgendwas? Auch gar nichts. Komisch. Okay, wir gucken weiter auf jeden Fall. Bestimmt finden wir etwas. Können wir ein bisschen schneller? Ja, okay, chill mal. Chill, chill. Das geht mir zu langsam hier, Alter. Das wird der Bauch voll lange. Und mit Slow Motion erst recht. Aber hier ist keiner. Okay, vielleicht kommt gleich irgendwas. Ich hoffe, wir erschrecken uns nicht. Und wann kommt er eigentlich? Also bisher ist in weit und breite nichts zu sehen, meine lieben Zuschauer. Da, ihr habt's gesehen? Da hinten. Sollen wir die jetzt jagen oder was? Hier runter? Ich kann die doch von hier schon abknallen, Digga. Ach, ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Warte.
Vielleicht sind wir noch ein bisschen zu weit. Ja, da blinkt schon etwas. Ja, chill. Ja. Je weiter du Sehne zurückzieht, desto mehr Schaden richtet der Pfeil an. Hältst du die Sehne aber zu lange gespannt, verlierst du dein Ziel. Okay. Okay, alles gut, alles gut. Okay, Freunde. Scheiße, Bruder. Ich hab den. Chill mal. Komm schnell. Aber Bruder, weil er die ganze Zeit geredet hat, der Typ. Den treffe ich auch. Ja, Bruder. Warum zittert er so? Hey Bruder, er zittert so. Ey, Digga, er hat seine scheiß Energie verloren dadurch. Wie geht sowas? Wo ist der jetzt hin? Das Rentier ist weg, weil Arthur ein Dulli ist. Oh, dann. Oh mein Gott. Oh, Bruder. Oh mein Gott. Also eigentlich mache ich das ungern, aber die Story gibt das so vor. Was soll ich machen? Der arme Bruder. Ey, wir haben den richtig. Der leidet jetzt richtig schnell, bevor er die ganze Zeit am Leiden ist. Warte, ich brauche Dings hier. Essen, Bruder. Ja. Ey, wir kriegen ja die Pfeile zurück. Oh, Bruder. Brutaler geht das nicht. Okay, wir sollen den aufheben. Das Kompendium hält fest, was du in der Spielwelt alles entdeckt hast. Du kannst im Pausenmenü unter Fortschritt darauf zugreifen. Okay. Ja, ich verstehe. Gesamtfortschritt, getötet 2, gehäutet. Okay. Weiß, Wildhirsch. Ah, okay. Es speichert, wie viel ich gejagt habe hier. Also, was für Tiere ich gejagt habe. Wie oft ich diese Tiere gejagt habe, beziehungsweise getötet habe, gehäutet habe. Je nachdem. Ich verstehe. Tiere, Ausrüstung, Fische, Band. Okay, das hat jede Kategorie, ne? Ja, guck mal, ne? Geil. Oder weißt du, an was mich das erinnert? An GTA 5. Ich schwör, bei GTA 5 war es so, das wurde ja aufgelistet, wie viel Cops du umgelegt hast, wie viel Zivilpersonen du umgelegt hast, wie viele Unfälle mit Autos, Motorrädern du hattest. Das wurde ja auch alles dokumentiert. Und dasselbe wird hier auch gemacht. Das ist schon krass. Das ist schon geil. Da merkt man, dass die beiden Spiele einfach von demselben Produzenten kommen, ne? Oder produziert worden sind. Oder entwickelt worden sind. Hört sich noch besser an. Du kannst dieses Gegenstand nicht benutzen, wenn du etwas trägst. Ja, Bruder, ich verliere gerade da richtig an Kraft. Anscheinend ist das zu schwer, der Hirsch. Aber ich erinnere mich, Bruder, in Online, Red Dead Redemption 2 Online ist es, oder Red Dead Redemption Online, ist es nicht so. Dass der, also dass es wirklich so an die Realität knüpft, dass man halt viel Energie verliert, wenn man etwas trägt. Wie ein Tier zum Beispiel jetzt. Oder ähnliches. Aber das ist schon krass. Ja, wir können den doch zu. Ja, genau. Ich weiß, da erinnere ich mich auch dran, dass man immer Pferde zupfeifen, zu sich pfeifen konnte. Oder rufen konnte. Okay, ich kann den hier verstauen jetzt. Ey, Bruder, irgendwie macht das Spiel schon Bock, weil das so richtig an die Realität knüpft. Und, also wirklich so viele Sachen realistisch entwickelt worden sind. Also welches Spiel ist so gemacht? Können wir den. Ich glaube, auf dem Pferd passt nur ein Tier. Also wir hätten nicht zwei mitnehmen können. Deswegen geht das schon so fit. Du kannst Tierkadaver bei per Person abgeben, um den zu den vorderen Wandel beizutragen. Okay. Okay. Ja, warum läuft er nicht vor? Achso, ich kann selber. Warte, ich kann doch bestimmt markieren wegen dem Weg. Bin ich so, ja. Aber nicht zu ihm.
Dann, obwohl, guck mal, wie weit wir sind. Okay, müssen bestimmt dahin. Kann ein schneller laufen, jetzt ist fett. Oh mein Gott. Warte, wir sind falsch irgendwie. Oder das mal hier hoch? Man doch safe hoch. Komm mal jetzt hinterher, du Lahmarsch. Er braucht 1000 Jahre. Oh mein Gott. Ich dachte, wir fallen hin. Was passiert? Du hast Charles zurückgelassen. Ja, Bruder, er kommt ja auch nicht hinterher. Wir folgen einfach ihn jetzt. Damit das jetzt nicht auch mal passiert. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. Hoped you'd use the bow, but you're a good shot. It's easier when they ain't shooting back. I've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. You're probably right. If we do get off here, natürlich bin ich right. Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Oder weißt du, was ich auch geil finde, Alter, diese Detail? Hört ihr das vielleicht? Wenn die Pferde gerade am Laufen sind, ne? Man hört einfach, dass sie so auf Schnee. Kennt ihr dieses Geräusch, wenn ihr auf Schnee tritt? Das hört sich gerade auch so an. Das ist heftig. She lost her husband, her home. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscoll's? You ain't dealt with them? I suppose. Yeah, we ain't run into them much the last 6 months. Yeah. I guess because they've been over this way. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A blood feud. So I heard. Hab ich auch so gehört. Was ist das denn, Bär oder was? Lass den doch einfach erschießen. Warte mal kurz. Ich erschieße den mal kurz. Bleib mal ruhig jetzt, Alter. Ich zeig dir, wie es richtig geht. Warte kurz. Meint ihr, wir können den umlegen? Oder sollen wir ihn in Ruhe lassen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott, Digga, wie viel hat er ausgehalten? Er hat richtig ausgehalten, ja? Scheiße, ich dachte nicht, dass er uns angreifen wird. Ich wollte gerade wieder aufsteigen auf Pferd. Okay, Leute, bis gleich. Something like that? But you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I just
interest. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Ja, Freunde, es nimmt auch viel Zeit, ne? Die ganzen Dialoge und diese Spaziergänge sozusagen. Da die auch nicht wirklich richtig reiten, ne? Aber guck mal die Detail an, Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Guck mal, wie geil das aussieht. Einfach die Rehe sind voller Schnee geworden. Und unsere Jacken und so. Ey, das ist so krass, Digga. Die haben wirklich an jede kleine Detail gedacht. Aber das ist typisch Rockstar, Bruder, wirklich. Oh mein Gott. John auch, oder was? Krass. Okay, wir sind fast da, also wir brauchen glaube ich nicht mehr so lang. Aber es ist ganz entspannt. Und dass wir auch diesen Dialog so mitbekommen und so ruhig zuhören, es entspannt einen. Verbundenheit gesteigert. Okay, du hast mit diesem Pferd das Aufbäumen freigeschaltet. Halt beim Stehen um Tippe auf, um die Bewegung auszuführen. So. Okay, wir haben bestimmte Fähigkeiten. So? Achso, so bleibe ich dann mit ihnen stehen. Ah, ich verstehe, okay. Ah, das ist krass, okay. Sozusagen eine Vollbremsung. mit dem Pferd. Okay. Was sollen wir jetzt machen? Und das geben, oder was? Okay. Den Reh, oder... Ist das ein Reh oder ein Hirsch? Ist ein Reh, oder nicht? Weiß-Wild-Hirsch ist das. Ah, okay. Ja, Bruder. Nimm ihn. Oder wie er den draufgeworfen hat, wie so ein Lachmajun, Alter. Krass, Alter. Ja, trink, Bruder. Navy rum, sir. It's the only thing. Das einzige Wahre. Keeps you saying it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor there. Okay, nenn ich den Hirsch. Okay. Ah, wir können den häuten jetzt. Ey, boah, jetzt bin ich gespannt, wie das aussehen wird, Leute. Das schauen wir uns jetzt genau an. Oh ja. Ja, krass, Alter, wie das aussieht. Das ist heftig. Guck mal die Details an, Digga. Und dieses Blut, was da noch dran ist und so. Und das ganze Gewebe. Boah, das ist so krass, Digga. Thank you, Mr. Morgan. Ja, den aufhängen. Krass, Alter, das ist krass. Ja, Freunde, Meisterjäger 1. 1 von 3 Hirschen gejagt, was auch immer.
Aktualisiert. Jetzt können wir noch mal hier reinschauen. 50%. Okay. Getötet 1, getötet 2, untersucht. Nein. Okay, untersuchen kann man sogar das Fleisch oder die Haut oder das Tier an sich auch. Das ist krass. Okay. 10 von 560. Oh, krass. Spielfortschritt sind wir bei 3% und Story bei 2. Okay, krass. Ja, wir sind ja auch relativ noch am Anfang. Ja, meine Freunde. Und damit es nicht noch länger geht, ja, halte ich es jetzt auf 30 Minuten, diese Folge. Ja, ist jetzt nicht so Großartiges passiert. Also wir waren jetzt nur jagen. Dann haben wir heute mal das Jagen kennengelernt und wissen jetzt auch, wie wir jagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen dicken, fetten Daumen hoch da für die zweite Folge von Red Dead Redemption 2. Und schreibt in den Kommentaren, was eure Meinung dazu ist, wie ihr das Ganze so sieht. Ein paar Tipps könnt ihr auch natürlich geben. Und ja, ich versuche in den nächsten Folgen ein bisschen schneller voranzukommen. Aber wie gesagt, ich will auch jetzt nicht das Spiel durchrasen, aber auch nicht hinterherhängen, sondern ganz, ganz Mitte. Und ich finde, für die zweite Folge ist es ganz akzeptabel. Auf jeden Fall, bleibt gesund, passt auf euch auf, freut euch auf die dritte Folge. Bis dahin, ciao.